Du hast in China Jura und Kulturgeschichte studiert. Und jetzt bist du die hohe Priesterin des Mingtang-Tempels. Wie bist du dazu gekommen, diesen Weg zu gehen? Vor 11 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen und dann sehr intensiv in die Mingtang-Tempel ausgebildet, ne? Und dann zwischen den Jahren habe ich sehr viel die alte Klassik chinesische Bücher übersetzt und auch studiert. Und dann kam Leute von den Wissen stimmen überein, ne? Und vor 2 Jahren habe ich Kammerdynastie dieses Projekt auf Leben gerufen. Und besonders 1 Jahr, ne? Besonders 1 Jahr habe ich sehr intensiv in diesen Weg gegangen, ne? Davon habe ich innerhalb 3 Monate meine Erleuchtung geschafft. Auf jeden Fall von komplett die Abwicklung meiner eigenen Erfahrung, einfach, dass ich diesen Mut, ne, etwas zu geben. Da diese Erleuchtung eigentlich, dass ich so kann vorstellen, dass eine Tür da vorne steht, Vertrauen, ne? Wenn du diesen Mut in die Tür rein und wenn du zurückschaut, da steht, hast du schon erleuchtet, ne? Natürlich dieser Vertrauen, dass nicht alles möglich vertrauen, weil jetzt gibt auf dem jetzt an das Zeit. Alles Wissen ist offenbar. Ne? Viele Wissen und so weiter. Es gibt fast gar keine Ecke mehr, das ist Ungewissenheit. Aber wichtig, dass ich so die Urwissen, das zu lernen und zu praktizieren, da steckt wirklich die Wissen. Das ist auch so wie du Akupunkturpunkt, ne? Dass sie immer diese Stichpunkt und dann geht dieser Weg ist direkt zu die Ursprung zurück. Ja.